Weiter geht es mit einer neuen besessenen Folge The Quarry. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz besessen mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die kleinen Werwölfe, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Nicht vergessen, Gewinnspiel läuft, bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ihr könnt gewinnen dieses Spiel hier, genau dieses hier, für PC, PlayStation oder Xbox. Hier, Chris. Ja, auch ich weiß, dass Sie hier sind. Wer? Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du das? Bobby war das. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Eingefressen, Chris. Was soll ich denn machen? Was war das? Oh nein! Ich dachte seitlich. Wir müssen aufpassen. Es wäre viel schlimmer, hätte ich nicht auf dich geschossen. Geschossen? Das sag ich mal. Zu deinem Glück war es kein Silber. Sei still. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überlege, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Naja, das wusste jeder von Anfang an. Hey! Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist hier los? Laura! Ich habe keine andere Option, ne? Der alte Trick. Los, die Schlüssel! Du musst das nicht machen. Tut mir leid, doch ich muss. Lass uns reden. Jetzt ist Schluss mit Reden. Schlüssel. Okay. Okay. Mist. Oh Mann, jetzt könnte sie easy überwältigen, ne? Einfach nach vorne stürzen. Ich würde Max nicht befreien. Und einfach hier lassen. Erstmal. Weg gewählt. Ich hab dir das echt nicht zugetraut. Doch, hast du. Los, komm jetzt. Laura, bitte denk nach, was du vorhast. Du bist nicht so tough. Wie wär's mit viel Zeit? Für genaue Selbstkritik.
sorry. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Alright, was ist da drin? Hier ist keiner drin. What the fuck? Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also, auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Ängstlich oder beruhigend? Ah, ich glaube, Travis ist wirklich eigentlich ein guter Typ. Er hat nur, wie alle Rednecks in diesem Spiel, er ist ja immerhin der Hinterwäldler-Sheriff, okay? Er hat nur extreme Kommunikationsschwierigkeiten. Hätte er von Anfang an einfach gesagt, yo, so sieht's aus und hab das jetzt im Bilde und ich glaube nicht mal, dass Chris Hackett der Oberwehrwolf ist. Glaube ich nicht. Ja, das sind wir. Die 2 Monate sind verloren, aber wir können bald nach Hause fahren. Und wann genau? Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Und der Computer mit dem Geburtstag, das werden wir nie lösen. Kommt jetzt Baba Yushka? Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel, war der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's, meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel? Also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Beruhigend. Es geht ihnen sicher gut, ehrlich. Wir sind tot. Oh boy. Wo kriegt man so eine saucoole Augenklappe? Mitten in so einer Gegend, oder? Ich meine, woher? In welchem Laden hat die sich ganz schnell so ein Ding geschnappt? Solange sie nirgendwo rumschnüffeln, wo sie es nicht sollten, geht's ihnen sicher gut. Rumschnüffeln, wo er es nicht soll, ist Jacobs Superkraft. Das ist nicht gut. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber naja, es war ja nicht Chris. Es war ja die Tochter. Oh oh.
Ich denke, sie weiß nicht, dass es mehrere sind. Und die beiden Jäger, die arbeiten ja anscheinend auch mit dem Sheriff zusammen. Ich hoffe, Bobby stirbt nicht. Ich mag Bobby. Max! Hallo? Ab ins Wasser. Das sind die nacktesten Werwölfe, die ich jemals gesehen habe. Wehrkatzen. Gibt's auch, doch, wirklich. Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Ich wurde gebissen? Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Oh shit, Laura wird also auch so ein Ding. Eine Wehrkatze. Wer ist das denn jetzt? Die Oma. Oh, wie ist denn da? Oh. Wie ist unser neuer Gast? Riech ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. Die kennt man auch aus unter anderem Insidious, eine Frau, die sehr gerne in Horrorspielen mitspielt. Loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Boah, flehend ist irgendwie erbärmlich drohen. Ich mach gar nichts. Ich glaube, beides würde irgendwie nicht funktionieren. Flehen wäre nur eine Schwäche, drohen wäre eh Bullshit. Zwei, Bobby. Hey! Hey! Hey, wo gehen Sie hin? Hey! Hey! Oh, fuck. Oh, Scheiße. Ist das Nick? Thank you.
Alright, Baba Yushka ist wieder da. Ob sie Jacobs Wunde versorgen? Ich freue mich stets, dich zu sehen. Ist auf Vergangenes zu schauen nicht ein Spaß? Ist ein übler Haufen, oder? Sehen wir uns an, was du gefunden hast? Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Und wie immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht nach mehr? Baba Yushka, du kennst doch die Antwort, natürlich. Zeig mir deine Kugel, Baba Yushka. Dylan? Ein Auto? Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Okay, wir haben Auto gesehen, wir haben Dylan gesehen, eine Autotür. Ich meine, Jacob hat die Kappe. Er ist der Einzige, der das Auto jetzt auf die Schnelle wieder zum Laufen bringen kann. Kapitel 8. Der Bauch der Bestie. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Halt's Maul wäre natürlich eine Ansage, Ryan. Damit hättest du offiziell Balls in der Hose oder du nimmst jemanden, der richtig Balls in der Hose hat, zu Rat und fragst Caitlin, was wir auch tun werden. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es, ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Und an die Leiche im See. Und was Jacob sagte? Ja, stimmt. Hört endlich zu. Diese Leute sind nicht das, was ihr glaubt. Ich schwöre. Wegen einem uralten... What? Also Ryan ist jetzt felsenfest davon überzeugt, dass sie Bullshit redet. Mit der Bisswunde, mit den Viechern da draußen, mit dem, was er gesehen hat. Er hat gesehen, wie Nick, sein Freund oder zumindest ein Mensch, mit dem er über 2 Monate verbracht hat, explodiert ist und danach waren Wolfskatzen, Nackthaar-Mulchmonster vor ihm. Und er denkt immer noch so, keine Ahnung, das kenne ich, das kann kräftiges Niesen auslösen. Mein Onkel ist daran gestorben, mach keinen Witz, lach. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story. Es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Warum sollte er jetzt auf einmal so aggressiv sein? Aggressiv, ich erschieß dich! Misstrauisch, Flop. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. So. Weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Gemein. Zurückhaltend. Warum sollte ich das wissen? Nun, Ryan, weil du so ein kleiner Streber bist, deswegen. Ich bin echt irgendwie von deiner Dummheit angewidert. Weil ich eigentlich dachte, der ist es.
das ist derjenige, der sagt, Leute, ich habe den Durchblick. Aber Dylan hat irgendwie mehr Durchblick. Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Ist eine Idee. Nun, Leute, ich würde sagen, hier machen wir mal wieder so einen kleinen Break, aber es kommen ja heute noch Folgen. Dippt also wieder rein. Beim nächsten Mal eine Bewertung dalassen. Auf Wiedersehen und tschüss!